Ja, heute melde ich mich mal aus der warmen Stube und damit willkommen, liebe Besucher von Gelausens Video Wettertagebuch. Das war heute wirklich kein Wetter zum Rausgehen. Immer wieder Regenschauer und starker Wind bei maximal nur 16 Grad. Also wie gesagt, nichts Besonderes, aber nun wirklich, also nichts für Freizeitaktivitäten. Das sah schon ganz nach Herbst aus. Das wird auch morgen nicht viel besser werden. Regenschauer, Wind. Erst zum Freitag wird es dann ein bisschen wärmer. Und ab Samstag sieht das aber schon sehr schön aus. Wir werden zwar noch recht viele Wolken haben, aber es wird deutlich wärmer. Im Raum Fleckebü könnten wir mit bis zu 23 Grad rechnen. Wobei es dann erst am Sonntag schon wieder so ein klein bisschen nach unten geht. Der Samstag ist für mich aber so der wichtigste Tag, denn dort werde ich eine längere Fahrradtour nehmen nach Hanerau-Hademarschen. Dort findet die in der Nacht von Samstag auf Sonntag die sogenannte Nasse Nacht statt. Und dort werde ich dann auch über Nacht bleiben. Das wird eine riesen Poolparty sein. Und die Wetteraussichten sind speziell für die Region schon sehr schön. Dort erwarten wir bis 26 Grad. Also beste Voraussetzungen und wohl auch am Sonntag noch trocken. Ich glaube, nächste Woche, dann kommt schon wieder ein kleiner Absacker. Aber dann ist das Wochenende ja auch vorbei. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.